Ja, erster Defensivfehler, Hannes Aigner, und da steht es 1:0. Kaum eine Minute gespielt. Eintracht führt. Riesenpatzer in der Austria-Verteidigung. Takan Serbest war es, meiner Meinung nach, der da ganz hinten als letzter Mann den Ball vertändelt hat. Was für ein Auftakt. Und Hannes Aigner schlägt so hier. Serbest zunächst einmal schon mit dem riskanten Pass. Dann bekommt er den Ball von Filipovic und ja, natürlich drei Altacher, die da auch drauf gehen. Hannes Aigner erfasst das Ganze am schnellsten. Hier passiert es noch einmal. Ja, Dobrasch erkämpft den Ball. Aigner, muss man nochmal schauen, ob er vielleicht aus dem Abseits gestartet ist, aber definitiv zählt der Treffer. Schreiner. Er setzt Galvao auf links hinten. Er bekommt eine Pause. Gar nicht auf der Bank. Aigner. Dobrasch zentral. Guter Schuss und das 2:0. 9. Minute und wieder ist Christian Dobrasch und zwar diesmal als Hauptdarsteller im Einsatz. Na, das war jetzt lupenrein. Da hat Hacikic, glaube ich, auch gar keine Chance zu parieren. Hannes Aigner, da spielen sich die Altacher mal vors Tor, dann ja, versucht Westermann zu klären, genau vor die Füße von Dobrasch. Da sehen wir es gleich. Ja, der 24-Jährige trifft den Ball zu seinem insgesamt 10. Bundesliga-Treffer. Perfekt. Ja, Dobrasch in den ersten Minuten schon sehr auffällig, sehr aktiv. Oh, Fehler von Zwischenbrucker. Prokop mit Mondschein. Wird da was daraus? Wieder Prokop. Grünwald am 16er, gute Gelegenheit. Die einzige und erste bis jetzt für die Austria, für Alexander Grünwald. Entstanden durch den Fehler von Zwischenbrucker, aber auch da war schon wieder ein anderer Altacher zur Rettung. Zur Stelle, es fehlt Philipp Netzer, der Kapitän. Das hat Thorsten Fink auch vorgestern so erklärt, dass Mondschein der Mann für die Räume ist. Friesenbichler der, wenn es ums Kopfballspiel im Strafraum geht. Aber die Räume, die haben die Altacher mit Christian Dobrasch. Und Hannes Aigner knapp vorbei. Und wieder haben sie das ganz ausgezeichnet eingeleitet. Der Ballverlust, den Ball erkämpft von Gamalö. Aigner Doppelpass, Dobrasch sprintet mit. Das schaut schon richtig gut einstudiert und vorbereitet aus. Die Austria lässt sich da viel zu leicht in schwierigen, in heiklen Situationen den Ball abnehmen. Gamalö gegen Marcinko, wieder mit zwei Bällen. Spielen sich die Altacher Freund erst daneben, aber das war ja wieder exzellent. Und das macht hier den großen Unterschied aus. Die sind einfach fitter, schneller im Kopf und auch im Spiel. Ganz schnell übernutzt Gamalö und dann Gebauer. Das passt nahezu perfekt beim Abschluss. Beinahe, dass der Tiroler im Dress der Altacher hier auch noch das 3:0 macht. Viel gefährlicher, viel dynamischer als das bei der Austria aussieht. Vielleicht ist es dann auch nicht nur das Spielerische, sondern eben auch die Wettkampfhärte, die Zweikampfstärke, die man sich erst wieder langsam erarbeiten muss. Und da ist die beste Gelegenheit der Austria durch den neuen Mann, durch Kevin Friesenbichler nach nicht einmal 2 Minuten in der Hälfte 2. Martin Kobras kann aus recht kurzer Distanz diesen Ball aber sicher fangen. Ja, das ist seine Aufgabe, die des Goalies abzuwehren natürlich, aber jene des Stürmers, nämlich
jene Kevin Friesenbichler mit seiner Kopfballstärke aufzutrumpfen. Daher hat die Austrian auch jetzt fix von Benfica Lissabon gekauft. Aber ich habe schon erwähnt, die Verstärkungen haben sehr schnell eingeschlagen. Stefan Nutz, offensives Mittelfeld, Christian Dobrasch ebenso. Und Simon Piesinger im defensiven Mittelfeld, der wird auch noch sicher stärker und stärker. Vorne kommt vielleicht noch Verstärkung nach. Momentan Hannes Aigner. Oh, und Andreas Lindert mit einer Riesenchance. Und dann das Foul von Nuzan Marcinko. Alltag bleibt bissig. Wie gerade gesehen, kommt so zu sehr guten Möglichkeiten, hier sogar tatsächlich das 3:0 zu machen, so wie es Christian Dobrasch ja auch angekündigt hat. Und der Gegenstoß, der Altacher, Nutz auf den Neumann. Krivic versucht es allein und knapp vorbei. Ja, sie könnten den Sack jetzt schon bald einmal zumachen. Bei 3:0, glaube ich, wird es dann entschieden sein. So hat die Austria noch circa 25 Minuten Zeit heranzukommen. Piesinger, schön gesehen, Schreiner. Und das ist das 3:0, jetzt trifft er, der Neue. Herrliches Kopftor von Krepic, 3:0 Altach, 67 Minuten gespielt. Er hat schon vor einer Minute angeklopft, aber das war jetzt wieder eine starke Aktion. Schauen wir hin. Ach, von hier schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, auf einer Linie mit Heiko Westermann, und da hat er den Routinier nicht gut aussehen lassen. Im Rücken des Deutschen schlägt Adrian Krivic zu. Da war der 20-Jährige schlauer. Vom FAC zurückgekommen und auch der zweite Stürmer schlägt ein, und was heißt, hier braucht man noch einen Stürmer in Altach. Der Alte hat getroffen. Und